Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Bröhan-Museum, dem Museum für Jugendstil- und Art-Deco-Möbel. Aber aus aktuellem Anlass sind die Jugendstilmöbel alle ausgelagert, denn hier wird derzeit die Ausstellung Zeitenwende gezeigt. Das heißt, es sind Gemälde der Sezession. Herr Hoffmann, können Sie den Begriff noch mal ein bisschen genauer erläutern, worum es da geht? Ja, die Sezessionsbewegung findet in mehreren Städten, vor allem im deutschsprachigen Raum statt. Die Münchner Sezession, Düsseldorfer Sezession, Wiener Sezession. Und diese Sezessionen waren alle schon vor den Berlinern gegründet worden. Insofern war Berlin da etwas im Zugzwang, nun auch 1898 mit einer Sezession nachzuziehen. Man spaltet sich ab vom klassischen Kunstbetrieb, der natürlich durch die jeweiligen Herrscherhäuser in Berlin, durch das Kaiserhaus geprägt ist, die auch so ein bisschen den Geschmack vorgeben, und gründet nun eine eigene Vereinigung, um sich als Künstler selbst zu promoten, um eigene Ausstellungen zu machen, eigene Möglichkeiten zu schaffen, die Werke zu präsentieren und eben zu zeigen, zum einen, wir sind die Neuen, wir sind die Avantgarde, und zum anderen natürlich eben durchaus die Chance zu nutzen, eine eigene Käuferschicht für die Werke zu bekommen. Zeitenwende weist ja darauf hin, die Zeiten hatten sich geändert. Was war denn alles neu? Wir nehmen mit der Ausstellung 20 Jahre Berliner Kunstgeschichte in den Blick. Und es war eben nicht bloß eine Revolution, die hier stattfand, sondern in kürzester Abfolge unglaublich viele Revolutionen. Und das beginnt letztendlich, dass der französische Impressionismus in Berlin Fuß fasst und diese Künstler, die eben alle mal nach Paris gefahren waren, geguckt hatten, was die Franzosen machen, was für Neuerungen dort in der Malerei stattfanden, die kommen zurück und wollen eben jetzt auch dokumentieren, wir haben die Zeichen der Zeit verstanden, auch wir malen nun impressionistisch. Und deswegen spaltet man sich ab, aber dann eben sehr schnell kommt die nächste künstlerische Revolution mit dem Expressionismus und wieder spaltet sich eine Gruppe ab. Dann kommt der Erste Weltkrieg, es kommt auch zu Streitereien in der Künstlerschaft und es gründet sich nochmal eine Sezessionsbewegung, die Freie Sezession. Kurzfristig gab es 3 Sezessionen im Jahr 1914 in Berlin. Und nach dem Ersten Weltkrieg dann nochmal eine Revolution, die dann die Kunst eigentlich für die Weimarer Republik mit neuer Sachlichkeit und dem Konstruktivismus vorbereitet und eben diese künstlerischen Strömungen, die eine nach der anderen folgte, die immer aber auch wieder betonen wollte, wir sind jetzt die Neuesten, ihr seid schon wieder die Alten, wir sind die Neuesten, das dokumentieren eben diese vielen Sezessionsbewegungen, die innerhalb von 20 Jahren in Berlin entstehen. Also ungefähr von bis? 1898 bis 1919/20, das ist der Zeitraum, den wir hier in der Ausstellung zeigen. Jetzt sind wir hier im ersten Raum, der so ein bisschen die Anfänge zeigt und die Protagonisten auch. Ja, es waren eben einige wenige Künstler, die die Berliner Sezession gegründet hatten. Liebermann, Leistico, Hagemeister, Slevogt, Korinth, das waren so die ersten, die losgelegt hatten, die sich abgespaltet haben und die eben das auch thematisieren. Wir sind jetzt neue Künstler und die sich in ihren Werken mit den Selbstporträts oder Porträts von Künstlerfreunden eben auch interpretieren, unterschiedlich darstellen, mal sehr bürgerlich darstellen, als bürgerlicher Dandy mit einem großen Zylinder oder eben tatsächlich als in der Natur sitzender, zeichnender Künstler, das betonen, dass sie wirklich Maler sind und in diesem Bild auch ihr Handwerk präsentieren. Ja, der untere Bereich des Museums umfasst ja die Berliner Sezession. Was haben die Künstler denn gemalt? Sie haben sich sehr intensiv mit Natur auseinandergesetzt, zum einen Landschaftsbilder gemalt, zum anderen aber richtige Naturstücke, untersucht, wie funktioniert Natur, welche Farbe bringt Natur hervor. Sie haben sich also auf der einen Seite Natur, auf der anderen Seite mit der Großstadt auseinandergesetzt, dem großstädtischen Leben, den schönen Seiten der Großstadt, den beginnenden elektrifizierten Boulevards, die es natürlich auch in Berlin zu diesem Zeitpunkt schon gab, aber auch mit den weniger schönen Seiten des Lebens, dem Leben der Arbeiter, die in üblen Behausungen und auch auf dreckigen Straßen eben gelebt haben. Es geht um das einfache Leben der Bürger in ihren Behausungen, in ihren Wohnungen,
dass einfach nur ein Zimmer dargestellt wird, in dem eine Frau am Schreibtisch sitzt und einen Brief schreibt, oder ein Ehepaar, das am Frühstückstisch sich miteinander unterhält. Also wirklich das einfache Leben, eine wahrhaftige Malerei, wahrhaftig in der Natur, aber wahrhaftig eben auch in solchen einfachen Szenen und wahrhaftig, indem man sich eben auch mit der Arbeiterschaft auseinandersetzt. Und das war neu, das hat bis dahin noch keiner so gemacht. Das kommt auch aus Paris, weil auch die Impressionisten in Frankreich, die eben ein bisschen vorher schon mit dieser Malerei begonnen hatten, beschäftigen sich jetzt mit dieser veristischen Malweise, veristischen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Aber eben in Berlin, in der deutschen Kunst, war das eine völlig neue Erscheinung. Das ist ein Werk von Karl Hagemeister, auch aus unserer Sammlung, denn das Bröhan-Museum verfügt eben über eine schöne eigene Sammlung zur Berliner Sezession. Und das Spannende bei Hagemeister ist, dass er jetzt nicht mehr eine Landschaft darstellt, sondern wirklich die Natur, auch wie sie im Werden und Vergehen ist. Und das sieht man sehr schön an diesem Bild, eben im unteren Bereich das verwelkte Laub, das schon braun geworden ist. Und im oberen Bereich, da ist die Natur am Werden, da ist es grün. Und da setzt er sich eben mit diesen Triebkräften der Natur auseinander. Also dass man wirklich die Natur als lebendig, als Wachsendes, als Gedeihendes darstellt und in einer Art und Weise, die schon eigentlich die Abstraktion fast vorausnimmt. Wenn man dann so partielle Bereiche anschaut, dann ist es eigentlich nur noch ein Spiel mit Farben und dem Farbauftrag. Die Farbe wird richtig dreidimensional auf die Leinwand aufgetragen. Ja, die Welle, auch das natürlich. Das gab es vorher in der Malereigeschichte nicht, dass man so etwas Profanes wie einfach nur eine Welle malt. Da ist ja nichts dargestellt, kein Schiff, kein Horizont, keine Landschaft, kein Badender oder eine Badende, sondern einfach nur die Welle und dann natürlich auch wieder die Urgewalt der Natur, dieses Brechen der Welle, das Überschwappen, das Schäumen des Wassers, unglaublich viel Dynamik, aber natürlich auch die unglaubliche Lust dieses Malers, Blau und Weiß auf dieses Bild zu bringen. Das Bild besteht eigentlich nur aus Blau- und Weißtönen und natürlich den Mischverhältnissen und eben die Farbe so aufgetragen, dass man diese Gischt fast körperlich zu spüren scheint. Ein neuer Stil, also quasi ein junger Stil, der aber bei Gemälden nicht Jugendstil heißt offensichtlich. Nein, es gibt ganz wenig Bilder, die wirklich Jugendstilbilder sind, die dann so ein bisschen eben sich an diesem Stil der Zeitschrift Jugend orientieren, die auch ein bisschen süßlich sind. Das ist die Malerei, die parallel zum Jugendstil entsteht, die aber eigentlich mit dieser Gestaltung nicht so viel zu tun hat. Van Gogh haben Sie auch in der Ausstellung, Herr Hoffmann. Ja, indirekt ist er sozusagen Mitglied der Berliner Sezession. Brockhusen ist extra eben nach Holland bzw. nach Frankreich gereist, um diese Werke zu sehen, war unglaublich beeinflusst von dieser ja wirklichen Revolution in der Malereigeschichte, die Van Gogh ausgelöst hat und ist so begeistert, dass er gerade in seinen früheren Bildern natürlich da sehr nah dran ist an diesem Van Gogh-Stil, diese wilde und heftige Malerei, dieses ja fast schon gestische Aufschlagen der Farbe auf der Leinwand, wo man jeden einzelnen Pinselstrich sieht. Und das setzt er sehr schön in diesen frühen Bildern um. Und deswegen darf das hier natürlich in der Ausstellung auch nicht fehlen, gerade um eben diesen engen Bezug, diese Rückkopplung der Berliner Sezession zu den Revolutionen der Malerei, die in Frankreich passiert sind, hier auch in der Ausstellung thematisieren zu können. Ist nicht unter Malern vielleicht ein bisschen verpönt, dass man einen anderen Maler, zumal so einen berühmten, dann nachahmt? Ja und nein. Sicherlich hat man in der Zeit natürlich auch sofort gesehen,
wo der Einfluss her ist unter den Malerkollegen. Aber auf der anderen Seite war eben diese neue Malerei so revolutionär, dass sie eben eine ganze Reihe von Künstlern inspiriert hat, das auch auszuprobieren und sich und das anzueignen und aus dem heraus dann etwas Eigenes zu entwickeln. Das ist ein normaler Prozess, der in der Kunstgeschichte immer wieder passiert ist und der eben auch gerade in der Berliner Sezession eine ganz große Rolle spielt. Auch das eben ein Markenzeichen der Berliner Sezession. Man malt jetzt keine Traumlandschaften oder süditalienische, wunderbare arkadische Landschaften, sondern man geht in die unmittelbare Umgebung und malt die Berliner Umgebung, malt sie auch so, dass der Betrachter diesen Ort auch wiedererkennen kann. Und natürlich hat auch der Kaiser diesen Ort wiedererkannt und war überhaupt nicht begeistert, dass Leistikow seinen Grunewald gemalt hat. Und vor allem auf diese Art und Weise, und es gibt da dieses Zitat von Kaiser Wilhelm, Leistikow hätte ihm den Grunewald versaut. Warum eigentlich? Ja, weil das versteht man heute, oder kann man heute nur noch sehr schwer nachvollziehen, dass diese Malerei, die uns heute so als, wenn man die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts kennt, eigentlich als eine schöne, eine ruhige Malerei, als die Malerei einer goldenen, vergangenen Zeit erscheint, dass die in dieser Zeit wahnsinnig angeeckt hat, dass das Affronts waren, so etwas Banales wie einen Grunewaldsee zu malen und natürlich auch die Art und Weise, wie gemalt wurde, das eckte an und das hat die Zeitgenossen schockiert. Also da waren, im guten Sinne ist die Kunst öfter ihrer Zeit voraus und offensichtlich war diese Visualisierung der Wirklichkeit ihrer Zeit voraus und hat einen Schock ausgelöst bei den Betrachtern. Oder wie es Baluschek macht mit seinen Arbeitern, das hat nichts mit Schönheit zu tun, das ist nicht die Verklärung, es ist kein Appell an das Edle im Menschen, sondern es ist eher der Appell, Leute, passt auf die Arbeiter auf, dass es denen nicht zu dreckig geht. Auch für die muss etwas getan werden. Und da ist eben durchaus auch schon ein sozialer Aspekt in dieser Kunst zu finden, die eben ihre Zeit wirklich wahrgenommen haben, diese Zeit interpretiert haben und auch versucht haben, mit ihrer Kunst auf Problemstellungen der Zeit aufmerksam zu machen. Also gab es auch Dinge, die konsequent nicht gemalt wurden? Ja, eine ganze Reihe. Was sich zum Beispiel überhaupt nicht bei der Berliner Sezession findet, ist christliche Motivik, Heiligendarstellungen, Christusdarstellungen, auch Kreuzigungsdarstellungen, offensichtlich religiöse Thematiken und alles, was idealisieren würde, Herrschaftsporträts, Kriegsdarstellungen, all sowas findet sich bei der Berliner Sezession überhaupt nicht.